Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 23 Karrieremodus. Mit dem VfL Wolfsburg wir spielen heute gegen Gladbach im Saisonauftakt der ersten Fußball-Bundesliga. Das hier wird die Startformation sein. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und natürlich geht auch ein Kuss an die ganzen Supporter, die mich jeden Tag supporten. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle. Und ja, dann hoffen wir auf ein guten Start. Die Zielsetzung ist klar, finde ich, aber für mich ist es ein bisschen zu hoch. Wir sollen Meister werden. Ja, fängt schon wieder an, dass wir zu hohe Ziele bekommen. Was draus geworden ist, das wollte ich eigentlich sagen. So viele Dasses in einem Satz. Oh Mann, oh Mann. Was daraus geworden ist, haben wir in der letzten Karriere gesehen. Da sind wir, ich glaube, nach der sechsten Saison oder so geflogen, weil wir immer alles gewonnen haben und dann haben wir einmal etwas nicht gewonnen. Das war damals die Champions League Finale, haben wir verloren und wir sind gefeuert worden. Und ja, das will ich eigentlich nicht. Deswegen hoffe ich nicht, dass wir Meister werden, weil die Karriere mit Wolfsburg soll wirklich über das ganze Jahr gehen. Letztes Jahr haben wir nur 6 Jahre geschafft. So, genug geredet, rein ins Spiel. Erster Franks, das erste Mal Kapitän. Let's go. Oh, was macht Horn denn da? Horn und Sommer hat ihn überragend. Aber das hätte er doch mal machen müssen. So, Udogie mit dem Eckball. Nehmen wir das hier noch mit. Horn. Oh, Doppelchance. Starker Ball. Moukoko abgefälscht. Gibt es einen Eckball? Yes. Guardiol. Stark. Was? Hä? Also, sorry. Lächerlich. Lächerlich. Komm, wir springen nach links. Das gibt's nicht. Lächerlicher Elfmeter, ehrlich. Liegen zurück. So, Horn, der kommt sogar durch. Er ist Rechtsfuß, ne? Ja, das merkt man. Und Dodgy ist da und er macht ihn 1-1. Udogie. Was war das denn für ein Jubel? Der Hühnerjubel oder was? Was für ein Winkel, ne? Und er ist gut drauf. Drittes Spiel, drittes Tor. 1-1. Es ist verdient. Das haben wir schlecht verteidigt. Gut durchgelassen. Der ist so gut drauf, der Junge. Wie der Udogie. Udogie. Nächster Abschluss. Koko. Aus der zweiten Reihe. Sommer hat ihn. Wieder auf diesen überragenden Udogie. Flanke ist aber keiner in der Mitte. Und da ist Wimmer. Ach, zu doll. Und da ist Horn. Horn. Horn, er macht ihn. 2-1. Macht schon wieder denselben Jubel. Richtig, Horn trifft. Udogie auch. Und das kurz vor der Halbzeit, wichtig. Cool. Anrade probiert ungefährlich.
Was macht denn Diego, Mensch? Abseits, abseits, abseits. Ricardo. Wird da einfach nicht angegriffen. Der Abschuss war jetzt aber wirklich nicht gefährlich. So, nochmal Pekalo auf Jell Hart. Und der muss es aus dieser Distanz probieren, aber wieder nicht genau. Oh, Jacky, was machst du? Er nimmt, macht den Ballgewinn. Anrade. Anrade 3-1. Einmal derselbe Jubel. Das wird der erste Heimsieg. Jetzt hier nochmal ein Konter. Ja, weil Gladbach hier aufmacht und schön hart. Macht es nicht. Was war das jetzt? Gut, dann halten wir Miretti aus der Distanz. Wieso? Also irgendwie hat meine Taste. Naja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Auftritt. Der Elfmeter war ein Witz, also haben wir eigentlich zu null gespielt, theoretisch. Vom Ding her. Ah, jetzt gibt es hier sogar noch ein bisschen Trickserei, aber. Dieses Spiel gewinnen wir mit 3 zu 1, war eine ordentliche Vorstellung. Ja. Gut, da ist es jetzt offiziell bestätigt. 63 Millionen Lukas Elmetschma verlässt uns. Es ist der Deal ist eine C, also ein C gewesen. Also so eine 3 von der Bewertungsebene her. Und wir haben jetzt hier richtig viele Angebote. Lucanet, Udogie, Ranch, Entwicklungsplan von Baku. Oh, der scheint sich gebessert zu haben. Gut, damit geht es dann jetzt als nächstes gegen die Bayern. Würde ich sagen, machen wir doch einmal gleich schnell die Startformation, wenn ich das jetzt hier erstmal durchgerasselt bin. Gut gemacht. Perfekt, ermittelt man was. Okay, Bazzano ist auch ein Stück höher geworden. Das ist natürlich gut. Jetzt eine 78. Baku eine 84 jetzt. Wimmer bleibt drinnen. Die Startformation hat mir, wenn ich ehrlich bin, schon gut gefallen. Ich glaube, das lassen wir auch so. Außer dass Camavinga natürlich zurückkommt. Und ja, ich würde sagen, wir lassen das so. Es gibt keine Veränderung, wieso auch, wir haben gewonnen. Vielleicht nehmen wir noch mal Frimpong kommt für Jacky. Okay, let's go. Gehen rein ins Spiel gegen die Bayern. Es ist fast logisch, wenn wir hier heute besonders im Auge behalten sollten. Denn drei Tore aus den letzten drei Spielen zeigen ja, wie gut die Form momentan ist. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und heute übertragen Gut, Frank ist wieder Kapitän. Es geht rein in das erste Auswärtsspiel. Und der erste Abstoß, Banzano ist aber da. Koku mit Wimmer. Wimmer muss probieren. Salvini macht das stark. Wimmer. Oh, stark, wie kommt dann hier im Münchner Stadion? Und der Torwart steht viel zu weit draußen. 1-0.
immer trifft. Warum machen sie denn immer diesen Torjubel? Immer trifft. 1:0 führen, überraschend. Und jetzt kommen wir. Silva. Odoci. Odoci mit dem Abschluss. Oh, Wimmer wieder. Immer wieder Wimmer. Und dann stoppt er da aber noch so kurz. Wieso? Kimmich, das ist wunderbar. Oh Gott, ist das gut gehalten. Ich dachte, es wäre das 1:1. Bin ich ehrlich. Ich dachte, das wäre das 1:1. Wimmer macht ein starkes Spiel heute. Ah, ist gut gespielt. 1:1. André Silva. Nee, Bernardo Silva. Es wird einfach gut rausgespielt. Ja, damit geht es in die Halbzeit. Ich kriege hier gerade gar keinen Zugriff drauf und Bayern dreht hier das Spiel, es kann nicht sein. Ich bekomme jedes Mal die falschen Spieler zur Auswahl. Ja, das war richtig schlecht verteidigt. Da, ich bekomme... Das kann nicht sein. 3:1, was passiert hier? Oh mein Gott, also wir geben das... Spiel komplett aus der Hand. Wieso passt du denn nicht? Das passiert. Das. Jo, beinahe hier das 4:1. Also, wir sind gerade völlig neben der Rolle. So, Barco mit richtig vielen guten Ballgewinnen. Das muss man so sagen. Barco. Nein, das kann nicht sein. Diego Wensch macht ein starkes. Oh Gott. Scalvini kann sich von der Startelf verabschieden. Also. Ja. Das darf ihm nicht passieren. Jetzt gibt's doch eine Klatsche. So, wenn wir hier nochmal. Er braucht viel zu lange für den Abschluss. Das wird mit ziemlicher Sicherheit einige Kritik geben. War das heute die richtige Aufstellung? War das die richtige Stadt? Oh, jetzt haben sie die Chance. So, Gefahr ist erstmal bereinigt. Ganz nochmal geklärt, aber ja. 4:1, eine deftige Auswärtsklatsche. So, das war's mit dieser Folge. Wir gucken dann nochmal auf die Tabelle. Zweiter Spieltag hat noch nichts zu sagen, aber Union Berlin die Überraschungsmannschaft und Augsburg auch einen guten Start hingelegt. Sorry fürs Husten. Ja, wir Mittelmaß mit auf Platz 9. Und ja, keinen guten Start haben Hoffenheim, Bremen, Bochum und Stuttgart und Nürnberg erwischt, die übrigens aufgestiegen sind. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Dann geht's gegen Frankfurt. Zum Glück ein Heimspiel. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao.